Luke ist ab sofort der 45. und damit letzte neue Charakter in Street Fighter 5. Mit dem 5. Season Pass sind die Straßenkämpfer nun alle bekannt. Was nicht bedeutet, dass das Spiel ab jetzt keine neuen Inhalte mehr bekommen wird, denn Capcom kündigte im gleichen Zuge an, dass es im März 2022 sowohl einen neuen DLC geben wird, als auch eine neue Kampfbalance-Anpassung. Außerdem werden charakterspezifische Korrekturen weiter nach Bedarf hinzugefügt. Mit der letzten Saison beinhaltet Street Fighter 5 insgesamt 45 Charaktere, 36 Stages und über 230 Kostüme. Aber zurück zu Luke. Der vollkommen neue Straßenkämpfer wurde bereits im Herbst-Update vorgestellt, darunter eine tragische Hintergrundgeschichte zwischen Luke und seinem Vater. Lukes Gameplay ist sehr offensiv und zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er seine Gegner unter Druck setzt, um so eine Vielzahl von Angriffsmöglichkeiten zu schaffen. Sein Combo-Finisher nennt sich Flash Knuckle, bei dem jeder Schlagknopf zu einem nach vorne gerichteten Angriff führt. Mittlere bis weite Distanzangriffe werden von einem Projektil namens Sand Blaster bedient. Dazu hat Luke ein einzigartiges V-System. Das unterstützt seine offensive Kampfweise, indem mit jedem Schaden, den er verursacht, ein V-Timer gefüllt wird. Luke kann sowohl mit dem Season 5 Character Pass oder dem Season 5 Premium Pass als auch separat für 5,99 € oder eben 100.000 Fight Money im Spiel erworben werden. Wer ist bisher euer Lieblingsstraßenkämpfer?